Im Dorf Upal in Mecklenburg-Vorpommern sind die Bagger im Einsatz. Im März soll hier eine Unterkunft für Asylbewerber eröffnet werden. Seit Wochen regt sich Protest gegen das Vorhaben. Die Einwohner machen sich Sorgen, so wie der frühere Fernfahrer Bernd Wien. Wir wollen eigentlich hier ruhig leben, den Ruhestand genießen, weil es so ein kleines Dörfchen ist, ne? Die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland ist zuletzt stark gestiegen. Upal steht exemplarisch für die Sorgen vieler Bürger in Deutschland, aber auch für die Probleme zahlreicher Kommunen und Kreise. Sie sehen sich finanziell und organisatorisch an den Grenzen der Belastbarkeit, so wie der Landkreis Nordwestmecklenburg. Einige Flüchtlinge wurden schon in Turnhallen untergebracht. Ich brauche mehr Plätze, mehr Kapazität. Und das brauchen im Übrigen auch alle Kommunen, Landkreise, Städte in Deutschland. Das zeigen ja auch die Bilder und die Zahlen. Das Büro der Versicherungskauffrau Annika Reisch liegt neben der geplanten Flüchtlingsunterkunft in Upal. Die Mutter zweier Kinder findet, dass ein Containerdorf keine passende Unterbringung für traumatisierte Schutzsuchende sei. Und ich bin dagegen, weil man uns nicht gefragt hat und wir ein Gefühl dafür haben, durch das, was wir eben durch Freunde wissen und aus Berlin und Hamburg beispielsweise, wie Integration eben nicht funktionieren kann. Upals Gemeinderatsmitglied Jan Achilles bezeichnet das Leben im Dorf als sehr ruhig. Der Zusammenhalt sei enorm. Die geplante Flüchtlingsunterkunft sieht auch er mit Sorge. Man hört jetzt auch in den Medien viel, was passiert so in solch großen Einrichtungen, dass da natürlich, wenn 500 Menschen, egal ob Geflüchtete oder Deutsche oder was, auf einen Haufen so eng zusammengesperrt werden, da treten Probleme auf. Die Kommunen und Landkreise fordern mehr Geld vom Bund für die Unterbringung der Flüchtlinge. Vor allem aus der Union wird zudem verlangt, Abschiebungen zu beschleunigen. Welche Auswirkungen dies für Upal hat, muss sich zeigen.